90, können wir auf 100 Millionen fast gehen. Und hier habe ich natürlich ein riesengroßes Fragezeichen. Meiner Meinung nach müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die Erdölproduktion ein Maximum erreicht und dann zurückgeht. Und das ist eben etwas anderes. Früher hatten wir ja eigentlich eine Zeit, Energie gratis, Energie im Überfluss. Für alle. Ja. Und die meisten Menschen haben in den letzten 60 Jahren gelebt, haben ihr Weltbild aufgebaut und da war eben Energie billig und im Überfluss vorhanden. Und in den nächsten 60 Jahren wird es eben nicht so sein. Es wird Ressourcenkämpfe geben, intensivierter Art. Und meiner Meinung nach werden wir mit fallender Erdölproduktion in verschiedenen Ländern leben müssen. Man wird dann sehen, ob die abiotische Theorie sozusagen eine Überraschung bereitet, an die ich nicht glaube. Ja, es ist ja bei dem Unglück, das jetzt gerade aktuell passiert ist, Ja, im Golf von Mexiko, im ja. Golf von Mexiko, genau. Diese Plattform war ja auch eine sehr fortschrittliche, wo sie eben nicht nur ein bisschen tief, sondern glaube ich erst auf 1500 Meter drunter überhaupt erst die richtige Bohrung begannen und Ja. dann enorm tief. Und die Behauptung ist ja, dass man im Prinzip fast überall bohren könnte, wenn man genug tief runter bohren Das würde. stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Okay. Sondern es gibt natürlich verschiedene tiefe Bohrungen, das Ja. stimmt. Und wir haben in den letzten Jahren zuerst die, sagen wir mal, tief hängenden Früchte am Baum abgeerntet. Das sind die Äpfel, die man einfach im Stehen nehmen kann. Aber jetzt sind wir sozusagen in vielen Bereichen in der Situation, dass die Förderung einbricht und dann muss man aufs Wasser raus, offshore. Das macht man schon viele Jahre. Aber da hat man gesagt, im Offshore-Bereich geht man bis 500 Meter. Ja. Und da hat man auch gefunden und da hat man auch gefördert. Aber jetzt ist man, wie Sie richtig sagen, auf 1500 Meter gegangen. Das ist nochmal 1 Kilometer tiefer. Und jeder, der mal Sporttaucher war, der weiß, bis 30 Meter kann man tauchen. Dann wird es dunkel. Und der Druck wird zu groß. Also wenn ich 1500 Meter sage unter dem Meeresspiegel, da sind das nur noch Roboter, da kann keiner runtertauchen. Sie können mit ganz speziellen U-Booten darunter, aber das geht dann schon in diese Richtung von Science-Fiction-Filmen, die man mal gesehen hat. Das wird gemacht. Es wird gemacht. Es wird erst 1500 Metern Tiefe gefördert. Aber das ist ein Beispiel, dass es immer schwieriger wird, Erdöl zu produzieren. Das sollte einem zu denken geben. Warum ist man auf 1500? Weil es eben bei 200 nicht mehr so viel hat. Dort haben wir schon abgegrast. Und wenn man jetzt sagt, man könnte irgendwo bohren, ja, dann bohren Sie doch bitte bei 100 Meter, ist viel einfacher. Warum gehen Sie dann auf 1500? Also diese Diskussion, meiner Meinung nach, über die Unendlichkeit des Erdöls, ist idiotisch. Also ich meinte nicht, dass man nur 100 Meter drunter bohren könnte, sondern dass man überall eigentlich bohren könnte, aber man müsste einfach nur genug tief bohren, oder? Aber das würde dann auch wieder. Nein, weil beim Erdöl, das Erdöl braucht ein Speichergestein, in dem es ist, ja. Und wenn Sie natürlich das Speichergestein nicht haben, dann können Sie nicht irgendwo reinbohren. Zum Beispiel in Basel hat man ja versucht, Geothermie zu nutzen. Da ist man nicht auf Erdöl gestoßen. Da hätte ja dann wenn diese Theorie stimmt, dass eigentlich überall Erdöl ist, ja, da hätte man irgendwann drauf gestoßen und man ist wirklich tief runtergegangen. Okay. Also noch zwei Fragen, dann sind wir durch. Gut, da müssen wir. Noch eine ganz kurze. Wurden Sie auch schon als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und was denken Sie über Verschwörungstheorien? Also das haben wir angesprochen beim Kennedy. Der Kennedy-Mord, da kann es sein, dass es eine Verschwörung war oder es kann sein, dass es ein Einzeltäter war. Das ist offen. Bei meiner Forschung zu den NATO-Geheimarmeen habe ich aber eine Verschwörung aufgedeckt, die ganz sicher eine Verschwörung ist. Das waren die Gladio-Einheiten Italien, die NATO hat geheime Armeen aufgebaut. Diese geheimen Armeen haben sich vorbereitet, einerseits auf die sowjetische Invasion, aber andererseits eben auch auf die Machtergreifung durch die Kommunisten. Das Buch wurde in 10 Sprachen übersetzt, in 10.000 Mal verkauft. Es ist, ja klar, es geht hier um Verschwörung. Und man hat mir das schon vorgeworfen, dass ich Verschwörungen untersuche. Es ist aber nicht so, dass ich nur Verschwörungen untersuche. Es ist interessant, meine andere Forschung zum Peak Oil, da wird dann eigentlich wie der Gegenvorwurf gemacht und man sagt, hier ist es eine Verschwörung. Da sage ich, das ist keine Verschwörung. Hier haben wir einfach die Verhältnisse in der Natur, dass Erdöl endlich ist und dass die Förderung ein Maximum erreicht. Aber das ist keine Verschwörung. Das heißt, diese Diskussion um Verschwörungen, die ist natürlich wichtig. Ja, ich setze mich ja mit den Phänomenen auseinander. 11. September kommt das Thema auf, NATO-Geheimarmeen kommt das Thema auf.
Und das Internet bietet natürlich einen Raum, wo man eigentlich diesen Begriff immer wieder brauchen kann und auch immer wieder braucht. Und da ist es mir wichtig zu sagen, es gibt Verschwörung, aber es ist nicht alles eine Verschwörung. Das ist ja eigentlich das Problem. Was ich einfach auch in den Seminaren mal festgestellt habe, dass gewisse Leute, wenn sie gemerkt haben, das ist eine Verschwörung, das stimmt ja gar nicht, da hat man nämlich getäuscht, dass sie dann bei eigentlich fast jedem Phänomen glauben, das ist eine Verschwörung. Und das ist etwa gleich klug, wie wenn man in einer Beziehung ist und angelogen wurde und die Beziehung auseinanderbricht und man dann in der nächsten Beziehung immer wieder glaubt, man wird angelogen, die dann auch auseinanderbricht und man in der nächsten auch wieder glaubt, man wird angelogen. Man hat dann einfach sozusagen eine vorgefasste Meinung, wie Menschen funktionieren und wie Gesellschaften funktionieren. Und das ist ja zu einfach. Manchmal sagen die Menschen die Wahrheit. Das ist so. Das ist einfach so. Glück, oder? Ja, und das ist gut und das ist für die Friedensforschung essentiell. Und an das muss man weiterhin glauben. Es gibt sehr viel Wahrheit. Es ist nicht so, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Natürlich gibt es auch Lüge. Das ist auch richtig. Beim Irakkrieg hat man gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen, darum muss dieser Krieg geführt werden. Das war eine Lüge. Da hat man gesagt, der Irak... Feldzug hat damit zu tun mit dem 11. September, Saddam Hussein habe irgendeine Rolle gespielt im 11. September. Eine absolute Lüge, eine dreiste Lüge, unglaublich. Man hat es ja Zeit. Da ist klar, es wird viel gelogen. Aber ich sage vor allem der nächsten Generation, sage ich, glauben Sie bitte nicht, dass alle immer lügen. Wir können keine Gesellschaft aufbauen, wenn wir von dieser Annahme. Das geht nicht. Es ist auch nicht so, dass alle Politiker lügen oder dass alle reichen Leute oder alle Wirtschaftsführer lügen und nur die überhaupt kein Geld haben und sozusagen keine Verantwortung tragen, dass die nicht lügen. Im Gegenteil, es wird halt in ganz verschiedenen Schichten gelogen. Aber ich sage jetzt mal, es gibt auch sehr, sehr viel Wahrheit und es ist zerstörerisch, wenn man letzten Endes glaubt, es wird nur noch gelogen und alles sind Verschwörungen. Dann ist man blockiert. Emotional, psychisch, Schachmann. Okay. Sie haben vorher angesprochen, dass es auch ein Generationskonflikt sei vom Verständnis. 9/11, die jungen Leute beziehen die Informationen aus dem Internet, ja. Die Erwachsenen eher von den Tageszeitungen und aus den Abendnachrichten. Ja. Jetzt leben wir im Informationszeitalter. Ist es nicht so, dass es vor allem auch darauf ankommt? Also eigentlich wäre es ja wahrscheinlich besser, man hätte einen großen Pool von Informationen, wo man dann auswerten kann, weder nur ein, zwei Zeitungen, die man täglich liest, wo die Information immer von der gleichen Quelle im Prinzip weitergegeben wird. Ist es nicht enorm wichtig heutzutage, dass man sich eben auch rausnimmt und schaut, von wo kommt die Information? Wer gibt mir die Information? Ja. Was hat der davon, wenn er diese Information verbreitet? Dass man die Qualität der Informationen vor allem besser untersucht. Genau. Im Informationszeitalter spielt das eine ganz zentrale Rolle. Man kann ja so sagen, wenn wir als Historiker die Quellenbestände der Antike anschauen, nehmen wir mal Römer-Griechen, ja? Es sind nicht so viel. Sie können das in ein Zimmer reintun, dann haben Sie es. Die Originalquellen. Und dann gehen Sie ins 20. Jahrhundert und sammeln die Originalquellen. Das sind also alle Protokolle aller Regierungen, das sind alle Auszüge der UNO und NATO. Ja, da können Sie ein Haus reicht nicht. Also Sie müssen mehrere. Einfach die Informationsmenge, die sich anstaut, seit wir sozusagen den Buchdruck haben, seit wir jetzt auch noch das Internet haben, seit wir digitale Datenträger haben, ist viel, viel größer. Also wir leben in einer sogenannten Informationsdusche. Jeden Tag haben wir mindestens 20 bis 100 Geschichten. Schon nur ein schnelles Blättern in der Zeitung, 20, 30 Geschichten, die auf uns einprasseln. Wir haben auf dem Internet natürlich viele Geschichten. Wer Radio hört, hört noch mehr Geschichten. Im Gespräch hat man noch mehr Geschichten. Und da muss man sagen, das menschliche Gedächtnis einerseits und die menschlichen Nerven haben einen Grenzpunkt. Wenn Sie jemanden unablässig mit immer neuen Geschichten voll dröhnen, dann dreht er durch. Zu viel ist zu viel. Und einige sagen, wir sind jetzt langsam an diesem Punkt, ja? Weil das, was passiert, ist, dass die Leute zwar immer alle sehr informiert sein wollen und dauernd Geschichten aufnehmen, aber nicht mehr die Fähigkeit haben, an einer Geschichte dran zu bleiben. Und eine Geschichte vertieft zu untersuchen. Was ich hier zum Beispiel bei den NATO-Geheimarmeen gemacht habe, ich habe mir 4 Jahre Zeit genommen und habe nur zu dem gelesen.
Das kann man, wenn man Wissenschaftler ist. Das kann man sonst.